So, und weiter geht's mit meinem Let's Play zu Banjo-Kazooie. Letztes Mal haben wir Rusty Bucket Bay beendet. Und ja, dieses Mal gucken wir nochmal, ob es hier irgendwo Geheimnisse gibt. Mhm. Umdrehen, umdrehen, umdrehen. Eine goldene Feder. Ja, hier hatten wir letztens von der, das Puzzleteil uns abgeholt, was wir bekommen haben durch den Grundhilderschalter in Rusty Bucket Bay. Und jetzt gehe ich einfach mal hier weiter. Weil es noch bestimmte Teile gibt, die wir auch noch zu erledigen haben. So kleine Geheimnisse etc. So, erstmal den Wasserstand wieder ein bisschen erhöhen. Das hat folgenden Sinn. Ich finde die Tür nicht. Moment. Wo ist die Tür? Da ist die. Ah, das wird knapp. Das wird knapp. Nämlich hier können wir auch wieder ein kleines Geheimnis entdecken. Aber dafür haben wir auch wieder so wenig Zeit. So. Ich habe auch gerade wieder vergessen, wo das war, das Geheimnis. So, mal an die Decke gucken. Da war es nicht. Moment mal. Doch, hier genau über den Eingang. Hm. Na gut. Machen wir die gleiche Prozedur noch einmal. Ja. Um halt weiterzukommen. Das wäre also noch einmal. Wo wir angefangen haben, nochmal dahin. Durch diese Röhre, 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 Schalter aktivieren. Und diesmal müsste das eigentlich besser gehen. So, ich dachte gerade, ich würde gegen diese Wassermine genau schwimmen. Das wäre dann mal wieder ein Fail. Das wäre nicht so schön. Na gut, hier oben kriegen wir nämlich noch eine nützliche Sache. Wenn ich mich nicht ganz irre. Wo ist die? Da ist die. Trägt nur eine Mimose. Ich weiß nicht, so eine gelbe Hose trägt nur eine Mimose. Ich habe gerade gar nicht darauf geachtet. Ich hab hier oben, auf jeden Fall. Ist nochmal ein Cheeto, oder wie der Typ heißt. Ihr kommt langsam in Fahrt, ihr beiden. Dafür gibt es einen weiteren Zaubercode. Da hilft kein Heulen und kein Flennen. Bald wird dieses Büchlein brennen. Die Gewitterhexe findet mich niemals. Der Code, den ihr auf dem Boden der Sandburg an der Treasure Truth Cove eingeben müsst, lautet Gold Feathers. Ja, nach den Red Feathers bekommen wir jetzt auch die Gold Feathers. Und ja, man kann sich ja nicht... Gut, man kann sich ja nicht sofort denken, was dieser... Was dieser Code, dieser Trick oder Sheet, wie immer man ihn sagen. Obwohl Sheet, ja, man würde ich eher weniger sagen. In-game Sheet? Naja, ich weiß nicht genau, wie man es sagen soll. Nennen wir es auch Trick, wie er es hier nennt. Naja. Man kann sich denken, was der bringt. Aber dahin gehen wir noch nicht. Wir gehen jetzt erstmal durch die nächste Notentür. Dafür brauchen wir 640 Noten oder so und wir haben 800. Mann, sind wir gut. Oh. Hier, das sind solche Ranken, die sich bewegen. Hatten wir schon mal im Inneren von Clanker. Dürfen wir nicht berühren. Jo. Gerade wollte ich sagen, das ist mir auch gut gelungen. Und dann, bam, werde ich natürlich getroffen. So, hier kriegen ein schwarzer Gegner. Ist natürlich richtig stark. Und ja, wir können nebenbei mal wieder mit unserer... nicht mit unserer Schwester, mit der Schwester von Grundhilda reden. Grundhildas! Verdammt! Ein armer Kerl namens Joe Clover, ihr erster und einziger Liebhaber. Vor vielen Jahren hatte Grundhilda eine dreiköpfige Fledermaus als Haustier. Der Vogel steht bald nicht mehr still. Dann dreht er sich
auf meinem Grill. Hühnchen. Oh, ihr armen Schatz. Oh Mann, ja, komm. Danke fürs Heilen, aber ich wollte noch das erste Geheimnis wissen. Gruntildas liebstes Hobby ist, ihre Fußnägel abzukauen. Zu viel Information. So, wo müssen wir jetzt eigentlich lang? Ich habe total den Weg vergessen. Irgendwas müssen wir aktivieren. Alter. Nerv nicht. So. Da ist schon eine nächste Notentür, durch die wir jetzt schon gehen könnten. Aber die ist erst für später nützlich. Nach der Welt. So, was muss ich jetzt hier machen? Ich habe vergessen, wie man das nächste Level aktiviert. Gut. Okay, und so. Und schon wieder rausgefunden. Nämlich auf diesen Knopf drücken. Dann kommt, dann erscheint dort eine Puzzleteilplatte. In dem Ort waren wir noch gar nicht. Der liegt in der Nähe der Treasure Truth Cove. Und ich werde einfach mal hier. Hier unten ist versteckt ein Kessel. Den wir aktivieren. Und dort ist die andere Hälfte des Kessels. Ich weiß nicht, ob sich jemand noch daran erinnern kann. Da waren wir nämlich. Aber bevor wir ins Treasure Trove gegangen sind oder danach. Ich weiß es nicht mehr. Hier waren wir auf jeden Fall. Können jetzt hier auch rein. Gehen jetzt zurück. Und jetzt kommen wir hier raus. In diesem Abfluss. Wie man das auch nennen möchte. Und hier unten wird Treasure Trove Cove. Und hier unten befindet sich noch so ein Weg, den man nehmen kann. Und dann, wenn man eben am Ende angekommen ist, erscheint halt das leere Bild. Das ganz wirklich leere Bild. Mit nur einem Puzzleteil schon voreingesetzt. Für die neue Welt. Click Lockwood. Und ja, aktivieren wir mal. Click Clockwood. Unsere nächste Welt. Und eine meiner Lieblingswelten, könnte man auch sagen. Obwohl ich jetzt sagen würde, dass ich viele Lieblingswelten habe. Von den 9 oder so, 10 oder so, die es gibt. Na gut, hier hinter war ein Momo-Schädel, das konnte ich noch sehen. Als wir den Schalter hier aktiviert hatten. Hier hinter ist diese hässliche Schwester. In der Hexenschule war ihr Spitzname Bussardfratze. Der Lieblingsgeruch der alten Warzenfratze, stinkender Schwefel. Wow, die holt jetzt aber die großen Dinger raus. Man behauptet auch, ihre Lieblingsfarbe sei Blutorangerot. Oh ihr, ach ja, komm. Bär und Vogel sind so dumm, laufen nur im Kreis herum. Wenn nun wirklich dumm ist, das wird sich noch zeigen. Was ist hier hinter? Ein Extra-Leben. Das dürfte jetzt eigentlich auch alles gewesen sein, was wir hier machen können. Jetzt müssten wir ja auch wieder ganz zurück. Zum Glück haben wir einen Kessel, der uns gleich vor die Welt bringt. Aber davor hole ich mir noch mal den Code hier in der Sandburg ab. Dazu wieder simples Laufen in die Welt, in die zweite. Okay, so weit hoch kann ein Vogel nicht springen. So. Simples versucht jetzt hier so auf Speedrun einzumachen. Mit den Lags sieht das aber trotzdem noch langsam aus. Naja. So. Ja, ich tropfe. Was? Wieso habe ich schon wieder eine Feder verbraucht? Ach. Das Loch ist geschafft. Das ist, ja, na komm.
Bäm. Als hätte man das nicht schon oft genug gesehen. So. Hier rein und verdammt. Vergessen, was ich überhaupt eingeben soll. Ach ja, klar. Go. Wo ist das D? D. Und jetzt wieder Feathers. Na. Oh. Ich habe mittendrin diesen falschen Buchstaben eingegeben. Heißt das, dass ich das alles nochmal vorne machen muss? Nö. 20 goldene Federn gehören euch. Ab jetzt könnt ihr 20 goldene Federn tragen. Bis zu 20 dieser Federn tragen. Super, das ist auch nützlich. Und ja. Vorhin da mal von diesen goldenen Federn er halt nur immer 10 tragen konnte. Jetzt doppelt so viel. 20 hört sich wenig an, aber es ist schon sehr nützlich. Und wir gehen wieder zur Startplatte. Das normale Prozedere. Verlassen diese Welt doch gleich wieder. Also diese Vorwelt hier. Wir gehen uns wieder in Richtung Kessel. Na. So. Moment mal, der Kessel war hier unten. Sonst wäre ich noch in die Richtung Clankers Cavern hingegangen. Das will ich ja nicht mehr. So, Typen erledigt. Und in den Kessel. Hier noch... Ah ne, wir haben jetzt... Ah, na egal. Jetzt haben wir noch eine goldene Feder mehr. So, und jetzt gehen wir in die, wie ich finde, größte Welt, die es gibt. Banjo-Kazooie. Und ich werde euch auch, nachdem ich hier einmal rumgegangen bin, nur um zu gucken, ob hier noch irgendwas ist. Nee. Und ich werde euch jetzt auch ganz einfach zeigen, warum. Clicklergurt. Der Name könnte schon ein bisschen einen Tipp geben. Aber gut. Guckt man sich das hier an, ist diese Welt nochmal aufgeteilt in 4 weitere Welten. Je nachdem, so aufgeteilt, dass hier ist der Frühling, hier ist die Sonne, genau, der Sommer, Herbst und Winter. Ja, und das ist wirklich dann, bei so einer Welt, gibt es auch 100 Noten zu sammeln, 10 Puzzleteile, bis man alles gesammelt hat. Dauert das wirklich lange und man kann, es gibt viele Methoden hier zu sterben. Deshalb, ja, das ist schon, das werden viele Teile sein, die ich hier verbringen werde. Deswegen, wo, darf ich hier noch nirgends rein? Ach so, nee, da ist ein Schalter. Für den Frühling. So, die erste Welt, also... Ja, ist da. Und wir gehen rein und ignorieren die Lags. Ignorieren sie. So, und was kann ich jetzt hier machen? Das ist die erste Welt. Kurz zeigen, wie die überhaupt so aussieht. Die sieht so aus. was ich wirklich schön finde, ist... Es ist immer die gleiche Welt in verschiedenen zu den verschiedenen Jahreszeiten. Und ich mag das irgendwie. So, hier eine kleine Herausforderung. Wie kriegt man den? Wir haben ja gerade unsere goldenen Federn bekommen. Liegt das nahe? Na gut.
Aber das war ja auch das Erste, was ich hier jetzt gemacht habe. Und bevor ich dann wirklich jetzt richtig hier die Welt erkunden werde mit euch, mache ich hier einen kurzen Schnitt. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Teil wieder. Bis dahin.